Der Todesfürst. Der Gewütheind, größer und mächtiger als Taran jemals einen zuvor gesehen hatte, schrie und schlug so kraftvoll mit den Flügeln, dass Taran den Eindruck hatte, er befinde sich in einem Sturm. Dann sah er den gebogenen, weit geöffneten Schnabel und die blutroten Augen. Im nächsten Augenblick schlugen die Klauen des Vogels in seine Schultern. Der grausame Vogel kam ihm so nahe, dass der Gestank seiner Federn unangenehm in Tarans Nase stach. Am Kopf hatte er eine böse Narbe einer alten Wunde. Taran wandte das Gesicht ab und wartete auf den Todesstoß. Aber der Gewütheind hackte nicht zu. Stattdessen zog er Taran so kraftvoll vom Felsen weg, dass dieser nicht standhalten konnte. Auch schrie der Gewütheind nicht mehr, sondern gab sanfte, einschmeichelnde Laute von sich. Die Augen blickten nicht mehr wütend, sondern zeigten den Ausdruck des Wiedererkennens. Der Vogel schien ihn zu drängen, den festen Halt loszulassen. Und da stieg plötzlich die Erinnerung an die Kindheit in Taran auf. Er sah wieder einen ganz jungen Gewütheind, der sich in einem Dornenbusch verfangen hatte, schwer verwundet und vom Tode gezeichnet. War dies das zerzauste Federknäuel, das er damals vor dem Tod bewahrt hatte? Kam das Tier, um nun eine Schuld zu vergelten, die es so lange im Gedächtnis bewahrt hatte? Taran wagte nicht zu hoffen, und doch, als er so am Felsen hing und zusehends schwächer wurde, war dies seine letzte Hoffnung. Er öffnete die Finger und ließ sich fallen. Das Gewicht zog den Gewütheind zur Erde. Unter Taran öffnete sich der Abgrund. Doch der Vogel bewegte mit aller Kraft die Flügel und trug Taran höher und höher. Mit regelmäßigem Flügelschlag stieg der riesige Vogel, öffnete schließlich seine Klauen und setzte Taran auf dem Gipfel des Drachenberges nieder. Akren hatte die Wahrheit gesprochen. Der kurze, sanfte Abstieg lag vor ihm. Frei und ohne Hindernis führte er bis vor das eiserne Tor. Dieses öffnete sich nun und die Kesselkrieger strömten nach Anuvin hinein. Die schrecklichen, stummen Krieger hatten ihre Schwerter gezogen. In diesem Augenblick bemerkten die Leute Gwydions in der Burg den Feind. Verzweiflungsschreie erhoben sich aus den Reihen der Söhne von Don. Eine Abteilung der Kesselkrieger hatte die einsame Gestalt Tarans auf dem Berggipfel erspäht und wandte sich nun dem Drachenberg zu. Waffenschwingend stürmten sie den Hang hinauf. Der Gewütheind, der über dem Berg kreiste, stieß einen Kriegsruf aus. Flügelschlagend stürzte sich der mächtige Vogel in die Reihen der marschierenden Krieger und hieb mit Schnabel und Krallen um sich. Unter den wütenden Schlägen des unerwarteten Angriffs fielen die vorderen Reihen der Kesselkrieger zurück. Doch einer der fahlen Krieger stieß zu und schlug wieder und wieder auf den Vogel ein, bis dieser zu Boden fiel und sich nicht mehr regte. Drei der Kesselkrieger waren nach vorn gestürmt und eilten auf Taran zu. Sein Tod stand in ihren todbleichen Gesichtern. Verzweifelt blickte Taran sich um und suchte etwas, womit er sich verteidigen konnte. Auf der höchsten Spitze des Drachenkammes erhob sich ein hoher Felsen. Die Zeit und die Witterung hatten ihn in eine skurrile Form verwandelt. Der Wind heulte unheimlich durch seine Höhlungen und Spalten, und der Stein stöhnte und schrie, als sei er lebendig. Die gespenstische Klage schien Taran zu beschwören und magisch anzuziehen. Der Stein war seine einzige Waffe. Er warf sich gegen den Felsbrocken, stemmte sich dagegen und versuchte mit aller Kraft, ihn zu bewegen. Die Kesselkrieger hatten ihn fast erreicht, da schien der Stein sich etwas zu bewegen. Taran verdoppelte die Anstrengung und plötzlich begann der Fels zu rollen. Mit einem letzten, kräftigen Stoß polterte der Stein mitten in die Angreifer. Zwei der Kesselkrieger taumelten zurück und die Klingen entfielen ihren Händen. Doch der dritte setzte seinen Weg unbeirrbar fort. Verzweifelt suchte Taran nach einer Handvoll Steinchen oder Erde, nach einem Zweig, um sich gegen den Angreifer zu wehren, der näher und näher kam und bereits die Klinge zum Schlag erhoben hatte. Die Höhlung, in der der große Felsbrocken geruht hatte, war mit flachen Steinen ausgelegt, und darin lag wie in einem schmalen Grab Dürnwün, das schwarze Schwert. Taran griff danach. Einen Augenblick lang war ihm nicht klar, was er in der Hand hielt. Einmal, vor langer Zeit, hatte er versucht, Dürnwün zu ziehen, und das wäre beinahe sein Ende gewesen. Nun aber dachte er nicht an den hohen Preis. Er spürte nur eine Waffe in der Hand und zog die Klinge aus der Scheide. Dürnwün leuchtete auf, und eine weiße, blendende Flamme schlug aus der Spitze. Da begriff Taran ganz vage, dass das Schwert in seiner Hand brannte und er trotzdem noch lebte. Geblendet schlug der Kesselkrieger die Hände vors Gesicht und ließ sein Schwert fallen.
Taran sprang nach vorn und stieß die brennende Waffe mitten ins Herz des Angreifers. Der Kesselkrieger strauchelte und fiel, und von seinen Lippen, die so lange stumm gewesen waren, klang ein Schrei, der widerhallte von den Mauern Anuwins, als käme er aus 1000 Kehlen. Taran wich zurück. Der Kesselkrieger bewegte sich nicht mehr. Alle bleichen Mordknechte am eisernen Tor und auf dem Hang stürzten zugleich zu Boden. Die lebenden Toten, die in der Festung mit den Söhnen aus dem Hause Don kämpften, schrien ebenfalls und brachen zusammen, als Tarans Angreifer zu Boden fiel. Eine Abteilung, die zum finsteren Tor geeilt war, um den Durchgang zu verteidigen, fiel kopfüber Gwydions Kriegern zu Füßen. Und die Gruppe, die die westliche Mauer hielt, stürzte ebenfalls. Der Tod hatte die unsterblichen Krieger endlich besiegt. Taran rief nach den Freunden und eilte den Abhang hinunter. Die Komodkrieger saßen auf und trieben ihre Rosse an. Taran stürmte über den Hof. Viele der sterblichen Soldaten Aravens hatten beim Anblick der reglosen Kesselkrieger die Waffen von sich geschleudert und suchten vergeblich, der Festung zu entfliehen. Andere fochten wie Männer, die sich bereits aufgegeben hatten. Nur die Häscher, die durch ihre Gefallenen an Stärke gewonnen hatten, stießen den Kriegsruf aus und stürzten sich auf Gwydions Krieger. Einer der Anführer, das gebrandmarkte Gesicht verzerrt vor Hass, schlug auf Taran ein. Doch als er das flammende Schwert sah, schrie er vor Entsetzen auf und floh. Taran kämpfte sich seinen Weg durch die Feinde und eilte auf die große Halle zu, wo er Gwydion erblickt hatte. Er stürmte durch die Tore und plötzlich ergriff ihn Furcht und Hass. Fackeln glommen an den Wänden der finsteren, glatten Gänge. Einen Augenblick erschauderte er, als hätte eine schwarze Woge ihn überflutet. Gwydion hatte ihn vom anderen Ende des Ganges erblickt und kam nun an seine Seite. Taran lief ihm entgegen und verkündete triumphierend, dass Dürnwün gefunden sei. »Steckt die Klinge in die Scheide«, befahl Gwydion und bedeckte das Gesicht mit den Händen. »Steckt die Klinge in die Scheide, oder es kostet dich dein Leben!« Taran gehorchte. Gwydion war bleich geworden, die grünen Augen glänzten. »Wie konntest du das Schwert ziehen, Schweinehirt?« fragte er. »Meine Hände allein dürfen es berühren. Gib mir das Schwert!« Gwydions Stimme klang rau und befehlend, aber Taran zögerte. Sein Herz klopfte wild und Furcht erfüllte ihn. »Rasch!« befahl Gwydion. »Willst du zerstören, wofür ich gekämpft habe? Aravens Schätze liegen ungeschützt vor uns, und Macht, größer als man erträumen kann, wartet auf uns!« »Du wirst sie mit mir teilen, Schweinehirt. Niemand anderem traue ich. Soll irgendein niedriger Krieger uns diese Reichtümer entreißen? Haravn ist geflohen, Brüderie ist erschlagen und seine Armee verstreut. Niemand ist stark genug, sich gegen uns zu stellen. Gib mir das Schwert, Schweinehirt. Ein halbes Königreich gehört dir. Nimm es, bevor es zu spät ist.« Gwydion streckte die Hand aus. Taran aber wich zurück. Seine Augen waren vor Entsetzen geweitet. »Fürst Gwydion, das ist nicht der Rat eines Freundes, das ist Verrat!« Und als er auf den Mann starrte, den er seit seiner Kindheit verehrte, begriff er die Falle. Taran riss Dürnwün aus der Scheide und hob die glühende Klinge. »Aravn«, keuchte Taran und holte zum Schlag aus. Doch bevor Taran traf, verschwamm die verkleidete Gestalt des Todesfürsten. Ein Schatten huschte den Gang entlang und entschwand in der Ferne. Die Freunde drängten nun in die große Halle, und Taran lief ihnen entgegen. Er warnte sie, dass Aravn noch am Leben sei und entkommen wäre. Akrens Augen glühten vor Hass. »Dir entkommen, Sauhirt, aber nicht meiner Rache. Die verborgenen Kammern Aravns sind kein Geheimnis für mich. Ich werde ihn finden, wo immer er sich auch verborgen haben mag.« Und ohne auf die Gefährten zu warten, die ihr folgten, stürzte Akren davon. Sie lief an einem schweren Tor vorbei, auf dem das Siegel des Todesfürsten tief in das eisenharte Holz eingebrannt prangte. In diesem Augenblick sah Taran am anderen Ende der langen Halle eine gebeugte, spinnendürre Gestalt, die auf einen hohen, totenkopfförmigen Thron zueilte. Es war Mark. Das Gesicht des Haushofmeisters war bleich, die Lippen bebten, Speichel troff aus seinem Mund und die Augen rollten in ihren Höhlen. Er stolperte auf die Stufen des Thrones zu, hob einen Gegenstand von den Fliesen auf und wandte sich den Gefährten zu. »Nicht näher!« kreischte Mark, so dass sogar Akren stehen blieb. Taran, der im Begriff war, Dürnwün zu ziehen, wurde von Entsetzen geschüttelt, als er Marks verwüstete Züge sah.
Wollt ihr euer Leben behalten?« schrie Mark. »Dann auf die Knie mit euch! Erniedrigt euch und bittet um Gnade! Ich, Mark, werde euch die Gnade erweisen, meine Sklaven zu sein!« »Dein Gebieter hat dich im Stich gelassen«, entgegnete Taran, »und deine eigene Verräterei hat auch ein Ende.« Er trat einen Schritt näher. Marks knochige Klauen machten eine warnende Bewegung, und Taran sah, dass der Haushofmeister eine sonderbar geformte Krone in den Händen hielt. »Ich bin hier der Gebieter«, brüllte Mark. »Ich, Mark, Fürst von Anuvin!« »Arravan hat mir gelobt, dass ich die eiserne Krone tragen würde.« »Ist sie ihm aus den Fingern geglitten?« »Sie gehört mir, mir, nach Recht und Versprechen.« »Er ist wahnsinnig geworden«, sagte Taran leise zu Kleftur, der angewidert beobachtete, wie der Haushofmeister die Krone erhob und mit sich selbst sprach. »Hilf mir, ihn zu fangen«, drängte Taran. »Kein Gefangener wird er sein«, schrie Akrin und zog einen Dolch aus den Falten ihres Mantels. »Sein Leben gehört mir, und er soll sterben, so wie alle, die mich getäuscht haben. Meine Rache beginnt hier mit einem verräterischen Sklaven. Dann kommt sein Gebieter an die Reihe.« »Lass ihn«, befahl Taran, als die Königin sich dem Thron nähern wollte. »Er soll Gerechtigkeit vor Gwydion finden.« Akrin wehrte sich, doch Ailonvi und Doli packten sie am Arm. Taran und der Barde gingen auf Mark zu. Dieser warf sich auf den Thron. »Willst du mir erzählen, dass die Versprechungen Arravens Lügen sind?« zischte er und streichelte die schwere Krone. »Er versprach mir, ich würde dies hier tragen. Nun wurde sie mir übergeben. So soll es denn sein.« Rasch hob Mark die Krone empor und setzte sie sich auf. »Mark«, schrie er, »Mark der Mächtige, Mark der Todesfürst!« Doch das Triumphgeschrei des Haushofmeisters verwandelte sich in einen gellenden Todesschrei. Hastig packte er den ehernen Reif auf seinem Kopf und Taran und Fleftur wichen entsetzt zurück. Die Krone glühte wie rotes Eisen in der Esse. In seiner Todesnot zerrte Mark vergeblich an dem glühenden Metall, das nun weiß vor Hitze geworden war. Und mit einem letzten Schrei stürzte er vom Thron. Ailonvi schrie auf und wandte sich ab. Gogi und Glev hatten die Spur der Freunde verloren und tappten durch die gewundenen Gänge, um sie wiederzufinden. Gogi war entsetzt, dass er mitten in Anuvin war, und schrie bei jedem Schritt nach Taran. Doch nur das Echo aus den düsteren Hallen antwortete ihm. Glev hatte ebenso viel Angst, doch fand er immer noch Gelegenheit, sich bitter zu beklagen. »Das ist zu viel«, schrie der ehemalige Riese. »Zu viel hab ich denn nicht schon genug erduldet? Auf ein Schiff gezerrt, nach Kaer Dalben entführt, halb totgefroren, mein Leben in diesem Gebirge aufs Spiel gesetzt, ein Vermögen aus der Hand geschlagen. Und jetzt das. Als ich ein Riese war, hätte ich niemals so eine Behandlung erduldet.« »O Riese, lass das jammern und klagen«, sagte Gurgi, der selbst verzweifelt war, weil er sich von den Freunden getrennt sah. »Gurgi ist verzweifelt und verloren, aber er will lieben Herrn finden, mit Rufen und Suchen. Hab keine Angst«, versicherte er mutig, obgleich seine Stimme unsicher klang. »Tapferer Gurgi rettet klagenden kleinen Riesen, oh ja!« »Dabei bist du nicht gerade erfolgreich«, gab Glev schnippisch zurück. Trotzdem hielt sich der feiste kleine Mann dicht an der Seite der armseligen Kreatur und folgte ihm mit seinen kurzen, plumpen Beinen Schritt für Schritt. Sie hatten das Ende eines Ganges erreicht und fanden eine schwere Eisentür offen. Gurgi blieb ängstlich stehen. Kaltes, grelles Licht drang aus der Kammer. Gurgi machte ein paar vorsichtige Schritte und blickte hinein. Vor ihm erstreckte sich ein scheinbar unendlicher Gang. Das Licht aber kam von Bergen von wertvollen Juwelen und goldenen Kleinodien. Weiter hinten nahm er undeutlich sonderbar geformte Gegenstände wahr, die im Halbdunkel verborgen waren. Gurgi wich zurück, seine Augen traten fast aus den Höhlen vor Erstaunen und Entsetzen. »Oh, das Schatzhaus vom bösen Todesfürst«, flüsterte er. »Oh, Glimmern und Flimmern, das ist ein schrecklicher und heimlicher Ort, nicht klug für tapferen Gurgi zu bleiben und weilen.« Glev jedoch drang weiter vor, und als er die Edelsteine erblickte, röteten sich seine blassen Wangen und seine Augen blitzten auf. »Ein Schatz, wirklich«, sagte er und schluckte vor Aufregung. »Einen Schatz hat man mir genommen, aber jetzt werde ich dafür entgolten.« »Er gehört mir«, schrie er, »alles gehört mir. Ich habe es zuerst gesagt.« »Niemand wird mich daran hindern.« »Nein, nein«, widersprach Gogi, »das ist nicht deins, gieriger Riese. Nur mächtiger Prinz kann geben und nehmen.
Komm, mit Eilen, die Freunde zu suchen. Komm, mit Reden und Warnen, denn Gurgi fürchtet Täuschung und Fallen. Großer Schatz ohne Wächter? Nein, nein, kluger Gurgi riecht bösen Zauber. Gleif aber hörte nicht auf die Kreatur, sondern drängte sie zur Seite. Mit einem Freudenschrei sprang der ehemalige Riese über die Schwelle und hinein in den Gang, wo er seinen Kopf in den größten Juwelenhaufen steckte. Gurgi packte ihn am Kragen und versuchte vergeblich, ihn zurückzuziehen. Da plötzlich schlugen Flammen aus den Wänden der Schatzkammer. Vor der großen Halle von Anuvin sammelte Gwydion die Überlebenden der Söhne aus dem Hause Don und der Komodreiter. Dort trafen ihn die Freunde und Karf, der sie triumphierend umkreiste. Einen Augenblick sah Taran Gwydion prüfend an, doch seine Zweifel schwanden sofort, als der große Krieger zu ihm trat und ihm die Hand drückte. »Wir haben uns viel zu erzählen«, sagte Gwydion, »aber jetzt ist dazu keine Zeit. Obgleich Anuvin unser ist, ist der Todesfürst entkommen. Er muss gefunden und vernichtet werden, wenn es in unserer Macht steht.« »Gurgi und Glef sind irgendwo in der großen Halle«, sagte Taran. »Lass uns erst beide finden.« »Gut, aber beeilt euch«, sagte Gwydion. »Wenn der Todesfürst noch in Anuvin ist, dann schweben sie in Todesgefahr, wie wir.« Taran nahm Dirnwyn vom Gürtel und hielt es Gwydion hin. »Nun verstehe ich, weswegen Aravan es besitzen wollte. Nicht für sich, sondern weil er seine tödliche Macht kannte. Nur Dirnwyn konnte die Kesselkrieger vernichten. Aravan wagte nicht einmal, es in seiner Festung zu verbergen und glaubte es sicher auf dem Gipfel des Drachenberges. Als Aravan sich in deine Gestalt verwandelte, hätte er mich fast dazu gebracht, ihm die Waffe zu geben. Nimm sie nun, die Klinge ist sicherer in deiner Hand.« Gwydion schüttelte den Kopf. »Du hast dir das Recht verdient, sie zu ziehen, Hilfsschweinehirt, und damit das Recht, sie zu tragen.« »Das ist wahr«, warf Fleftur ein. »Es war herrlich, wie du den Kesselkrieger niedergestreckt hast. Ein Flamm hätte das nicht besser gekonnt. Wir sind diese widerlichen Burschen für immer los.« Taran nickte. »Und doch, ich hasse sie nicht länger. Es war nicht ihre freie Entscheidung, als Sklaven einem fremden Willen gehorsam zu sein. Jetzt haben sie Frieden.« »Jedenfalls ist Henwens Prophezeiung doch noch in Erfüllung gegangen«, bemerkte Fleftur. »Freilich habe ich nie auch nur einen Augenblick daran gezweifelt.« Aus Gewohnheit blickte er über die Schulter, doch diesmal erklang kein schriller Ton, der das Zerreißen einer Seite begleitete. »Sie hatte eine witzige Art, Dinge auszudrücken. Doch bis jetzt habe ich noch keinen Stein sprechen hören.« »Aber ich«, sagte Taran, »auf dem Gipfel des Drachenberges schien mir der Stein riefe mich. Ich hätte sonst gar nicht auf ihn geachtet. Und dann, als ich sah, wie ausgehöhlt und zerstört er war, glaubte ich, ich könnte ihn bewegen.« »Ja, Fleftur, der stumme Stein sprach.« »Wahrscheinlich hast du recht, wenn du es so betrachtest«, stimmte Eilonvi zu. »Was aber Dürnwünds Flamme betrifft, so hat sich Hen gründlich geirrt.« »Aber das ist verständlich, sie war so erregt damals.« Zwei verängstigte Gestalten rannten aus der großen Halle genau auf die Gefährten zu. Gurgis Haare waren stellenweise völlig versenkt, seine Brauen geschwärzt und sein Mantel glomm noch. Der ehemalige Riese sah noch schlimmer aus. Er schien ein einziges Häuflein Schmutz und Asche zu sein. Taran blieb keine Zeit, die beiden zu begrüßen, denn die Stimme Akrins ertönte. »Suchst du Aravan? Er ist hier!« Akrin warf sich Taran zu Füßen. Entsetzt und erstarrt sah dieser die Schlange, die sich hinter ihm zum Angriff zusammengerollt hatte. Mit einem Satz sprang er zur Seite und zog das flammende Zauberschwert. Akrin hatte die Schlange gepackt, als wolle sie sie erwürgen oder zerreißen. Da stieß der Kopf vor, der geschuppte Körper wand sich wie eine Peitsche und die Fangzähne vergruben sich in Akrins Kehle. Mit einem Aufschrei fuhr sie zurück. Im nächsten Augenblick hatte sich die Schlange erneut zusammengeringelt. Ihre Augen glänzten in kaltem, todbringendem Feuer. Sie zischte wütend, sperrte den Rachen auf und entblößte die scharfen Zähne. Dann schnellte sie vor, auf Taran zu. Eilonvi schrie entsetzt. Aber Taran schwang das sprühende Schwert mit aller Wucht und die Klinge teilte den Leib der Schlange in zwei. Sofort schleuderte Taran Dürnwyn von sich und fiel neben Gwynion auf die Knie. Der Fürst hielt die leblose Königin in den Armen. Alles Blut war aus ihren Lippen gewichen und ihre Augen suchten den Blick Gwydions. »Habe ich nicht meinen Schwur gehalten, Gwydion?« murmelte sie und lächelte schwach. »Ist der Fürst von Anuvin tot? Dann ist es gut. Der Tod ist leicht für mich.«
Ihre Lippen öffneten sich, als wollte sie noch weitersprechen, doch ihr Kopf sank zurück und ihr Körper sackte in sich zusammen. Ein erstickter Entsetzensschrei kam von Ailonvi. Taran sah das Mädchen an. Sie deutete auf die Schlange. Ihr Körper wurde durchscheinend und die Umrisse verschwammen. Und es erschien die schwarz gekleidete Gestalt eines Mannes, dessen abgetrennter Kopf mit dem Gesicht zur Erde auf den Boden gefallen war. Doch auch diese Gestalt verlor ihre Umrisse und versank wie ein Schatten in der Erde. Und dort, wo sie gelegen hatte, war der Grund verbrannt, verwüstet und von Rissen durchzogen, wie nach einer großen Dürre. Araven Todesfürst war verschwunden. »Das Schwert!« schrie Fleftua. »Seht, das Schwert!« Rasch hob Taran das Schwert auf, doch die Flamme flackerte, als werde sie vom Winde bewegt, und der weiße Glanz erlosch wie ein sterbendes Feuer. Dann glühte das Schwert nicht mehr weiß, sondern in bunten, tanzenden, wirbelnden Farben. Und im nächsten Augenblick hatte Taran nur mehr eine schartige Waffe in der Hand, deren Klinge stumpf schimmerte. Die Flamme, die einst in ihr gebrannt hatte, war erloschen. Nur die Strahlen der sinkenden Sonne spiegelten sich im Stahl. Ailonvi trat neben Taran. »Die Schrift auf der Scheide ist ebenfalls verschwunden. Ich glaube es wenigstens. Vielleicht liegt es aber auch an dem schwachen Licht. Lass mich sehen.« Sie zog die goldene Kugel aus dem Mantel und hielt sie nahe an die schwarze Scheide. Und da erschienen in den goldenen Strahlen plötzlich Schriftzüge. »Meine Kugel macht die Buchstaben sichtbar. Früher haben wir nicht so viel davon lesen können,« rief sie überrascht. »Sogar der Teil, der ausgelöscht war. Ich kann fast alles davon sehen.« Die Freunde drängten sich um sie. Ailonvi hielt die Kugel und Taliesin nahm die Scheide und untersuchte sie eingehend. »Die Schrift ist deutlich, aber sie verschwindet rasch,« sagte er. »Dein goldenes Licht, Prinzessin, zeigt wirklich, was bisher verborgen war. Dürnbünn ziehe nur, wer der königlichen Geblütes ist, zu herrschen damit, zu schlagen das Böse. Wer immer es zieht in edler Absicht, wird sogar den Fürsten des Todes bezwingen.« Einen Augenblick später war die Zauberschrift verschwunden. Taliesin drehte und wandte die Scheide in den Händen. »Vielleicht verstehe ich erst jetzt, was in den alten Gesängen angedeutet war, dass nämlich einst ein mächtiger König seine Gewalt für seinen eigenen Vorteil missbrauchte. Ich glaube, Dürnbünn war die Waffe. Lange war sie verschollen, nun ist sie wiedergefunden.« »Dürnbünns Aufgabe ist beendet,« sagte Gudjon. »Lasst uns diesen üblen Ort verlassen.« Das Gesicht der toten Akren war ruhig und entspannt und ohne Bitterkeit. Die Freunde hüllten sie in ihren schwarzen Mantel und trugen sie in die große Halle. Denn sie, die einst Prydain regiert hatte, war nicht ohne Verdienst gestorben. Plötzlich ging auf dem Turm Anuwins die schwarze Fahne des Todesfürsten in Flammen auf. Die Wände der großen Halle zitterten und die Festung erbebte. Die Freunde ritten durch das eiserne Tor. Hinter ihnen fielen die Mauern in sich zusammen und die hohen Türme sanken zu Boden. Eine Flammenwand züngelte aus den Ruinen, die einst Anuwin gewesen waren, in den Himmel.